Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Bulb Boy. So, dann wollen wir gleich mal ganz schnell unseren Großvater antatschen und gucken, ob er noch lebt. Ach Gott. Können wir ihn irgendwie reanimieren? Inventar ist leer. Ich greife mal seine Zähne. Okay, ich greife mir das ganze Glas. Ah, wir schmeißen ihm mal ein bisschen Wasser ins Gesicht. Vielleicht wird er davon wach. Ja. Was? Alter. Das war aber nicht unser Großvater. Der uns so liebevoll am Anfang Geschichten erzählt hat. Er scheint besessen zu sein von irgendwas. Ich schau mal nochmal in die Schublade. So, ein toter Fisch. Haufenweise Maden. Ansonsten nichts weiter. Okay. Ja, ist eklig. Der Kleine ist so niedlich. Okay. Was können wir hier machen? So, hier ist nichts, 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 nichts. Okay, dann gehen wir mal nach oben in den Kronleuchter. Können wir durch die Decke? Okay. Dann ebenso. Jetzt klettern wir wahrscheinlich am Kabel hoch. Genau. Cool. In einer Windeseile. Gleißendes Licht. Ohne Witz, ich feier die Grafik, die ist so geil. So, er möchte den Ball haben. Okay, das sieht aus wie eine Erinnerung, wo wir uns hier befinden. Weil hier ist die Welt noch heile. Okay, hier haben wir einen Truthahn. Truthahn. Einen Truthahn. Ein Ei und ein gegessenes Ei. Das Ei können wir uns mitnehmen. So, den Korb. Den schnappen wir uns mal auch. Was will der kleine Vogel hier oben? Der kleine Vogel möchte ein Ei. Gut, dann geben wir ihm mal ein Ei. Na? Okay. Dann geben wir ihm kein Ei. Ah. Cool. Schön. So. Und bevor wir mit dem Hund spielen, gucken wir uns erstmal noch in der Szene um. Da haben wir den Brunnen. Ah, okay. Ein Brunnen ohne Wasser. Ohne Eimer. Wasser ist ja drin. Können wir den... Ah, guck mal. Mal gucken, was wir rausangeln können. Wow, nichts. Okay. Dann werfen wir unserem Hund mal den Ball zu. Na toll. Wieso war mir das klar?
Okay, der braucht ein Ei zum Ausbrüten. Vielleicht können wir ja tauschen. Okay. Er ist mit dem Ball zufrieden und will unser Ei nicht. Und bei diesem Baumstumpf, da sieht man schon, dass es Parallelen gibt zu Goblins. Da war es so ähnlich. So, hier sehen wir ein Bienennest. Ich guck mal, ob ich das Bienennest pieken kann. Okay, jetzt schnell das Ei. Oh Gott, der tut mir so leid. Ah, Bingo. So, alle sind glücklich. Er hat sein Ei, wir haben unseren Ball. Und wir können mit unserem Hundi spielen. Irgendwas ist da immer. Gut, jetzt wissen wir auch, wozu wir den Korb brauchen. Wir angeln uns den Ball wieder zurück. Bingo! So, mal gucken, was jetzt passiert. Ein bisschen skurril, ein bisschen verwirrend. Aber passend zur Grafik auf jeden Fall. Und total geil. Ich find's gut bis jetzt. So, wir sind im obersten oder im oberen Stockwerk angekommen. Das ist wohl ein Toilettensymbol. Okay. Was das nun auf sich hat, keine Ahnung. Was haben wir hier? Einen Burger. Zwei Eier, drei Würstchen und irgendwas? Was habe ich denn jetzt erwischt? Okay. Anscheinend gar nichts. So, ein Messer. Ah, schön, schön, schön. So, was haben wir denn hier drunter? Warum? So, was ist denn... So, was haben wir denn hier im Kühlschrank? Ah! Zwei Eier. Brauchten wir jetzt... Ja, zwei Eier und drei Würstchen und noch irgendwie Sahne oder irgendwie sowas. Ah, warte mal, können wir hier das Messer benutzen? Bingo! Alter, wie kann man sich denn darüber... davor erschrecken? Das unsere Würstchen? Okay. Dann gibt es hier nichts weiter im Kühlschrank. Gibt es was im Gefrierfach? Was ist das für ein Vieh denn da hinten? Ja. Okay. Ich gehe mal näher ran. Oh oh.
Ich glaube, das war nicht richtig. Hallo? Oh, wir sind gestorben. Ach, Herr Jemini. Na, warte mal. Wir können uns verstecken. Wer kommt auf so eine Ideen, bitte? So, ah, so kommen wir an dem Terrorhühnchen da vorbei. El Pollo Diablo. Oh oh. Kommt nicht zurück. Streichhölzer. So, ein Backofen. So, was haben wir hier? Ah, das sieht aus wie dieses Zeug, was wir noch brauchten. So, ein Mülleimer. Da können wir uns ebenfalls verstecken. Und das werden wir auch gleich mal machen, weil da kommt nämlich unser Hühnchen. Oder unser Truthahn. Was hängt ihm da aus dem Arsch? Ihh. Also eine schöne Mischung zwischen niedlich, krank, blutig, verrückt. Für jeden etwas dabei. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen kochen. So, das Rezept war Eier. Genau. Drei Würstchen. Und dieses komische Zeug. Und jetzt anzünden, ne? Ah ja, erstmal auf. Ah ja, Gas anschalten und dann anzünden. Oh oh. Nee, das war nicht richtig. Warte mal. Wir versuchen es mal nochmal. Ah ja. Wir bekommen einen Speicherpunkt. Und ich habe keine Maus. Ich hatte keine Maus. Das ist ja jetzt scheiße, hätte ich nicht machen können. Gut. Dann eben nochmal. Okay, wir haben den Marshmallow-Typen da gebaut. Und dann warten wir mal. Bis er näher kommt, dann verstecken wir uns mal. Ich versuche ihn mal ein wenig zu locken. Ja, Hühnchen, 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 Hühnchen. So, na komm schon. Boah, voll eklig, ey. Okay, jetzt hat er uns entdeckt. So, ich eile, ich eile, ich eile. Gott sei Dank ist es nicht schneller als wir. Hat doch ein bisschen was von Neverending Nightmare, finde ich. Dieses durch irgendwelche Räume rennen und dann wirst du verfolgt von irgend so was Riesigen. So, ich glaube, wir müssen das Ding noch irgendwie servieren. Oder mitnehmen oder irgendwie so was. Ach nee. Oh oh. Essen ist fertig. Eklig und zugleich niedlich. Ja. Hungriger kleiner Kerl.
Okay. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Das Hühnchen ist erledigt. Oh oh. Oh oh, wir haben zu viel gegessen. Dann schnell mal auf den Pott. Oh oh. Und es wartet die Toilette. Na denn. Schnell mal auf den Pott. Schön. Mr. Hanky, der Weihnachtskot. Hat doch ein bisschen was von South Park. Okay, da kommen wir nicht so einfach ran. Was haben wir hier? Raumduft. Oh. Das war's noch nicht ganz. Okay, aber seine Maske ist schon ein wenig lediert. Hier machen wir noch mal ein bisschen. Ah, nee, geht gar nicht. Oh nein, der Griff ist ab. Oh, da komme ich nicht ran. Och. Klick, 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 klick. Okay. Ah, ich ahne was, ich ahne was. Guck mal hier oben, dieses Ding. Ich versuch's mal nochmal. Komm schon, schrei mich nochmal an. Ich guck's mal nochmal an. Super, wir haben ein Rohr in der Hose. Okay, ich denke mal, wir müssen das Rohr hier irgendwo einsetzen. Oder auch nicht. Das Kacke-Monster. Es kommt näher und näher und näher. Ich... Okay, wir müssen uns also beeilen. Es geht ein bisschen nach Zeit. So, nochmal einen Blick in den Spiegel. So. Und aufdrehen. Okay, das war's nicht. Ist hier noch irgendwas unterbrochen? So. Na, na, na. Na, na, na. Ich dreh mal auf. Kommt aber kein Wasser. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So, gucke ich mal schnell eine Lösung. Ach. Aber wir locken ihn mal rüber. Liebe Kinder, für zu Hause niemals Kacke in den Ventilator schmeißen. Das endet nicht so wie hier. So, und jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir da irgendwie am Waschbecken weiterkommen. Ich weiß aber nicht wie. So, das Rohr haben wir. Ich hab doch hier schon... Ich drehe hier auf und da passiert aber nichts.
Was fehlt noch? Komm ich nochmal flink in die Lösung? Ja, ich weiß. Hab ich doch. Hab ich gemacht. Hab ich getan. Aber es passiert nichts. Ach, guck mal hier. Rumpel, 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 rumpel. Ah. Okay, wir haben die Kacke verdünnt und damit fließt sie ab. Sind wir jetzt schon wieder tot? Ich hoffe doch nicht. Ah, wieder eine Erinnerung. Wir sind angeln mit unserem Großvater und haben unseren Hundi dabei. So, wir bekommen einen Speicherpunkt und brauchen einen Wurm für den Haken. Aber den Wurm für den Haken besorgen wir... Achso, wir können jetzt mit dem... Ah, cool. Okay, aber wir schauen uns erst in der nächsten Episode um. Und, ich werde mir Mühe geben, nicht so oft die Hilfefunktion zu nutzen. Ich sag mal, in dem Rätsel davor hat es ja nicht wirklich was genutzt, weil das, was er uns gesagt hatte, das hatten wir schon gelöst. Okay, ich lasse die Finger davon und bedanke mich, dass ihr in Folge 2 auch dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch in Folge Nummer 3 wieder mit am Start. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.